Joe Biden, da war er noch Senator von Ende der 1990er Jahre, da hat er gesagt, das Einzige, was Russland zu einer militärischen Reaktion zwingen wird, ist eine Ausdehnung der NATO an die russische Grenze. Und der Willy Wimmer hat mir das persönlich erzählt, die Konferenz von Bratislava 2000 oder 2001, da wurden die Verteidigungsminister der NATO-Länder von den Amerikanern zusammengetrommelt, dann hat man an die Wand eine Landkarte gezeigt und dann hat man einen Strich östlich der baltischen Staaten, auch östlich von Weißrussland und östlich der Ukraine hat man einen roten Strich gezogen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer vor über 20 Jahren, die Amerikaner, und haben unseren, ne, auch den unseren Verteidigungsminister und den der westeuropäischen Staaten gesagt, so und alles, was jetzt westlich dieser roten Linie ist, das heißt die baltischen Staaten, Weißrussland, Ukraine, muss alles in den NATO-Bereich hineingezogen werden. Russland muss dann begrenzt werden auf das, was östlich davon ist. Also das heißt, die Nachweise sind doch erdrückend. Oder auch die Wolfowitz-Doktrin. Wolfowitz ist auch ein Wandler zwischen den Welten, war einmal in der amerikanischen Kriegsindustrie und dann war er auch wieder in der Finanzindustrie auch tätig. Ja, der hat das auch mit der Wolfowitz-Doktrin Anfang der 1990er Jahre schon zu Papier gebracht. Kann man alles nachlesen. The Grand Chessboard bei Brzezinski. Ich habe mich mit Leuten getroffen, die haben mir gesagt, hey, ich war dabei. Ich war in der ersten Reihe. Ich bin da mitmarschiert für gegen Janukowitsch, weil ich habe dafür $500 bekommen. Originalaussage eines Augenzeugen mir gegenüber. Ja, was haben die dann in der zweiten Reihe gekriegt? Ja, die haben dann noch 300 gekriegt und jeder, der dabei war, hat dann noch $100 gekriegt. Ja, mit solchen Methoden haben die Amerikaner damals schon die erste Orangenrevolution finanziert. Ja, das nennt man dann Bringen von Demokratie und Menschenrechten. Ja, also schlimmer kann man es ja kaum noch treiben. Ende des Jahres 2021, da hat es noch mal eine offizielle Schriftnote gegeben der russischen Regierung an die NATO: Gibt uns bitte Sicherheitsgarantien, dass ihr keine Raketen direkt in der Ukraine aufstellt gegen unser Land und dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Und die Antwort der NATO war welche? Keine. Man hätte es nicht nötig, mit den Russen darüber zu verhandeln. Und dann war mir seit Ende letzten Jahres klar, dass ein Krieg jetzt unvermeidlich ist, aber herbei provoziert. Ganz brutal vom Westen, nicht vom Osten. Es ist nur noch lächerlich, wo dann der Herr Scholz gesagt hat, auch um die Zeit ungefähr vor 3, 4 Wochen, ja, der Krieg ist vorbei und irgendwann werden wir vielleicht auf russische Bitten eingehen, wieder Wirtschaftsbeziehungen aufzunehmen. Sag mal, auf welchem Planeten lebt der denn? Ja, die Russen sind sowas von hinters Licht geführt worden durch Merkel, durch den Westen, durch dieses falsche Minsker Abkommen, wo man nur Zeit gewonnen hat, um die Ukraine hochzurüsten gegen Russland. Also wenn jemand um was zu betteln hat, dann ist es der Westen und die Russen haben ja Europa gar nicht mehr nötig. Die sind jetzt dabei, ihre Lieferketten völlig neu nach Asien, nach Südamerika, nach Afrika neu auszurichten. Als anständiger Mensch, und fast alle Menschen sind anständig, geht man davon aus, dass man für die Leute, die einem anvertraut sind, wohlwollend agiert. Das macht jeder anständige Mensch. Und weil die meisten Deutschen anständige Menschen sind, gehen sie davon aus, dass natürlich eine deutsche Regierung in erster Linie deutsche Interessen vertreten würde. Ja, aber diese Annahme stimmt nicht in der Beobachtung, wie es läuft. Hallo liebe Leute, heute ist wieder Hans-Jörg Müller zu Gast und wir möchten heute Geopolitik besprechen. Welche Hintergründe haben Staaten so zu handeln, wie wir es jetzt erleben? Im letzten Video ging es darum, um die Zersetzung von der AfD, um mögliche Einflussfaktoren und ob Leute im Hintergrund, ob sie es tatsächlich nur gut meinen oder ob vielleicht auch etwas anderes dahinter steckt. Und Hans-Jörg Müller konnte uns da erzählen, was er erlebt hat, ohne jetzt zu spekulieren, einfach nur, was er erlebt hat, was er in seinem Buch dann ausführlich beschrieben hat, was ich hier sehr gerne bewerbe. Heute wollen wir jetzt über Geopolitik sprechen und da fangen wir am besten an mit der Ukraine. Ja, Herr Müller, was denken Sie, wer hat welche Motive für was in der Ukraine und warum ist die Lage so, wie sie jetzt ist? Ja, hallo Herr Hillmann, hallo liebe Zuseher. Wie komme ich jetzt überhaupt zu der Ehre, diese Frage zu beantworten? Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, ich habe während meiner Studienzeit unter anderem auch Tschechisch und Russisch gelernt, habe die letzten Jahrzehnte beruflich sehr viel auch in Tschechien und noch mehr auch im russischen Bereich gemacht, im ganzen GUS-Bereich, war also auch bis Mittelasien, Usbekistan, Tadschikistan unterwegs. Ich habe auch sehr viel persönliche Erfahrung in der Ukraine gesammelt, zur Jahrtausendwende, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Und deswegen denke ich, kann ich ein bisschen was drüber sagen. Und dadurch, dass ich eben auch fließend Russisch spreche,
informiere ich mich halt auf allen Seiten. Ja, ich schaue die bösen russischen Staatsmedien, ich schaue die guten deutschen Staatsmedien. Und wenn ich mich richtig gut informieren möchte, da schaue ich dann die amerikanischen Medien aus dem freien Medienbereich an. Zum Beispiel um Tucker Carlson und Fox News oder eben auch Scott Ritter, der hier sehr kompetent ist. Und wenn ich mir eben praktisch die beiden Interessenlagen, die westliche Interessenlage auf Deutsch, die östliche Interessenlage auf Russisch und dann eben auch vielleicht noch eine ganz gute neutrale Interessenlage von der amerikanischen Opposition mir anschaue, da denke ich, kann ich mir durchaus erlauben, mir ein eigenes Urteil zu bilden. Nach diesen ganzen Analysen. Und mein eigenes Urteil ist ganz klar auf den Punkt gebracht, es ist völlig anders, als es in den deutschen Staatsmedien dargestellt wird. Wie schätzen Sie die russische Regierung ein? Also, ich habe meine ganz persönliche Meinung zur deutschen Regierung und zur russischen Regierung. Die ist auch gewachsen über mehrere Jahrzehnte. Ich habe eine russische Frau und ich habe immer wieder mal ein paar Jahre auch in Russland zwischendurch gelebt. Die deutsche Regierung seit 1945 oder seit 1949 nehme ich wahr, als Erfüllungsgehilfen der westlichen Weltkriegssieger das eigene Land unten zu halten und dem eigenen Land Schuldgefühle einzupflanzen. Also wir haben im Endeffekt keine Regierungen mehr in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, die wirklich für ihr Land brennen, die wirklich für ihre Bürger was Gutes tun wollen, sondern das sind Angsthasen, Duckmäuser, die sich darin gefallen, auch 77 Jahre nach Kriegsende immer noch die Interessen der Weltkriegssieger gegen das eigene Land durchzusetzen. Ich bin viel in Wenn der ich Welt mal kurz was rumgekommen. einwenden, und zwar jetzt werden ja viele Leute sagen, es ist Verschwörungstheorie und warum sollte das so sein und das ist doch alles freie Wahl. Und wie im letzten Video, denke ich, muss man bedenken, dass das alles Menschen sind, auch die Politiker, die sind abhängig und sie sind abhängig von der Medienberichterstattung. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, mit Geld da was zu bewirken. Weil viele immer, denke ich, viele haben ein Problem mit dem Motiv. Die denken sich, warum sollte das denn so sein? Warum? Wir können doch wählen, ist doch alles in Ordnung, ist doch alles Verschwörung. Wovor sollen die denn Angst haben? Wir haben doch einen funktionierenden Rechtsstaat, wir haben doch keine Killerbanden, die rumlaufen, die umbringen. Wovor sollen die Angst haben? Ja, Aber jetzt habe ich es durch. da danke ich Ihnen sehr für die Zwischenfrage. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, nochmal dann, ich wollte den Gegenpol zwischen deutscher und russischer Regierung darstellen. Das notiere ich mir jetzt. Aber es ist ein sehr guter Einwand von Ihnen, richtig? Ich bin jetzt natürlich von meinem Wissensstand ausgegangen, den vielleicht viele nicht haben, der ist ein sehr wichtiger Einwand von Ihnen. Als anständiger Mensch, und fast alle Menschen sind anständig, geht man davon aus, dass man für die Leute, die einem anvertraut sind, wohlwollend agiert. Das macht jeder anständige Mensch. Und weil die meisten Deutschen anständige Menschen sind, gehen sie davon aus, dass natürlich eine deutsche Regierung in erster Linie deutsche Interessen vertreten würde. Ja, aber diese Annahme stimmt nicht in der Beobachtung, wie es läuft. Ja, also ich habe in meinem Buch mehrere zig Seiten auch, wo ich dezidiert beschreibe, wie die komplette deutsche Elite aus dem US- oder anglosächsischen Bereich ferngesteuert wird. Da muss man aber auch das Wissen haben. Man muss wissen, dass man nach 1945 eine antideutsche Elite herangezüchtet hat in Deutschland durch die westlichen Weltkriegssieger. Und zwar quer über alle Parteien. Das ist der entscheidende Punkt. Egal, ob es CDU, CSU, SPD, FDP, die Linke ist ein bisschen eine Ausnahme, muss ich dazu sagen, und vor allem dann natürlich die AfD. Man hat über die ganzen Jugendorganisationen, Atlantikbrücke, Council on Foreign Relations, Trilaterale Kommission, das geht natürlich dann auch hoch bis zu den Bilderbergern. Jetzt wieder alle sagen Verschwörungstheorie, beinharte Verschwörungspraxis. Gehen Sie auf die Webseiten dieser Organisationen. Schauen Sie, wer da Mitglied ist. Schauen Sie, wer in diesen ganzen Trainingsprogrammen drin waren. Da waren sie alle drin aus allen Altparteien. Besonders schlimm jetzt die Grünen. Deswegen sind auch die größten Kriegstreiber jetzt gegen Russland geworden über die Ukraine. Also wir haben das Riesenproblem in Deutschland, dass wir eine zielgerichtete antideutsche Elite herangezüchtet bekommen haben, jetzt über mehrere Generationen von den anglosächsischen Weltkriegssiegern. Und deswegen gibt es kein Land auf der Welt, kein anderes Land, wo von den eigenen Politikern eine dermaßen destruktive Politik gegen das eigene Land, gegen die eigenen Bürger, gegen die eigene Wirtschaft betrieben wird. So, und wer es nicht glaubt, kann auf die Webseiten der genannten Organisationen gehen. Ich habe es in meinem Buch auch mit Quellenangaben belegt. Und jetzt Gegenpol russische Regierung. Natürlich ist die russische Regierung auch herausgewachsen aus ihrem Umfeld mit viel Korruption.
Also Russland hat ein riesengroßes Problem zum Beispiel mit Korruption, was auch richtig ist. Aber es sind, sage ich mal, Leute, die da oben noch richtig ticken, die wissen, aha, ich bin Russe, also muss ich jetzt erstmal für mein Land auf der Weltbühne Politik machen. Aha, ich muss auch gucken, dass es irgendwo meinem Volk und meinen Leuten gut geht. Was ja eigentlich, ich habe auch angefangen zu argumentieren, mit wie ein anständiger Mensch denkt. Jeder anständige Mensch denkt so. Ja, man tut was für seine Familie, für seine Kinder, eben für sein Land, für seine Bürger. Das habe ich in Russland so erlebt, dass die so ticken. Das habe ich in Tschechien so erlebt, dass die so ticken. Das habe ich in England erlebt, dass die so ticken. Das habe ich in Spanien erlebt. Das habe ich in Chile erlebt. Das habe ich in Kroatien erlebt. Ich bin viel rumgekommen in der Welt. Und ich muss einfach feststellen, es gibt, ich glaube, 193 oder 194 Staaten auf dieser Erde. Bis auf einen Staat ticken da fast alle normal. Man ist für die eigenen Leute und für das Wohlergehen der eigenen Leute zuständig. So tickt auch die russische Regierung. Die Bundesregierung ist eine von den Siegermächten eingesetzte Regierung, pervertiert über mehrere Generationen, die alles tut, um das eigene Land kaputt zu machen. Das ist die Schizophrenität, wie ich sie in meinen Jahrzehnten auch im internationalen Geschäft immer wieder erleben musste. Vielleicht können Sie das jetzt ja am Ukraine-Konflikt an einem Beispiel erklären, wie das funktioniert. Ja, gerne. Also, es gibt doch die Originalzitate von Joe Biden, da war er noch Senator von Ende der 1990er Jahre. Da hat er gesagt, das Einzige, was Russland zu einer militärischen Reaktion zwingen wird, ist eine Ausdehnung der NATO an die russische Grenze. Und da hat der Biden, der ist ja auch nur eine Marionette, das sind die Neocons, die im Hintergrund wirken. Also jetzt müssen wir auch ein bisschen einsteigen in die Analyse der amerikanischen Gesellschaft. Also das amerikanische Militär an sich ist eigentlich eine konservative Vereinigung, die auch keine Lust mehr hat, immer wieder in den nächsten Krieg geschickt zu werden. Die bösen, also die wirklich abgrundtief bösartigen Menschen, die hier durch Meere von Blut und Menschenleben waten, das sind die Neocons. Ja, das sind diejenigen, die Finanzindustrie in der USA in den Händen halten. Das sind natürlich die privaten Eigentümer der Federal Reserve Bank ganz vorne mit dabei. Das ist eben keine nationale Notenbank, sondern es gehört ein paar reichen Familien. Die haben sich die amerikanische Währung gekrallt, 1913 schon, ist ja alles nachgewiesen über Jekyll Island. Das sind dann auch die Leute, die die großen Massenmedien steuern. Das sind eben die Leute, die den Clinton schon gesteuert haben, die den Obama zum Präsidenten gemacht haben, die jetzt mit Biden die nächste Marionette nach vorne geschoben haben. Das sind diese Leute, die unersättlich sind in ihrer Machtgier. Und für die war nicht genug, dass die USA den Kalten Krieg gewonnen hatten vor 30 Jahren. Die wollten dann in der Folge des Kalten Krieges Russland zerstören. Und daran arbeiten die seit 30 Jahren. Deswegen die Ausdehnung der NATO an die russische Grenze. Es gibt ja auch ganz interessante Nachweise von Willy Wimmer dazu. Willy Wimmer war ja stellvertretender Verteidigungsminister in der Regierung Kohl. Der Willy Wimmer hat mir das persönlich erzählt. Die Konferenz von Bratislava 2000 oder 2001, da wurden die Verteidigungsminister der NATO-Länder von den Amerikanern zusammengetrommelt, dann hat man an die Wand eine Landkarte gezeigt und dann hat man einen Strich östlich der baltischen Staaten, auch östlich von Weißrussland und östlich der Ukraine hat man einen roten Strich gezogen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer vor über 20 Jahren, die Amerikaner, und haben unseren, ne, auch den unseren Verteidigungsminister und den der westeuropäischen Staaten gesagt, so und alles, was jetzt westlich dieser roten Linie ist, das heißt, die baltischen Staaten, Weißrussland, Ukraine, muss alles in den NATO-Bereich hineingezogen werden. Russland muss dann begrenzt werden auf das, was östlich davon ist. Also, das heißt, die Nachweise sind doch erdrückend. Oder auch die Wolfowitz-Doktrin. Wolfowitz ist auch ein Wandler zwischen den Welten, war einmal in der amerikanischen Kriegsindustrie und dann war er auch wieder in der Finanzindustrie auch tätig. Ja, der hat das auch mit der Wolfowitz-Doktrin Anfang der 1990er Jahre schon zu Papier gebracht. Kann man alles nachlesen. The Grand Chessboard bei Brzezinski. Ja, also tut mir jetzt leid, wenn ich jetzt hier einen riesen Fass Nee, aufmache. Aber ruhig, Sie fragen rund und mich, zu. Sehr, sehr gerne, sehr ausführlich. Das ist bestimmt auch für die Zuschauer sehr interessant. Also für mich ja, jedenfalls also wie gesagt, auf jeden Fall sehr interessant. ich bringe nur Belege, ich bringe nur Nachweise, ich bringe nur Fakten, dass seit Anfang der 1990er Jahre die Neocons, die bösartigen Hintergrundkräfte hinter der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, nichts anderes gemacht haben, als hinzuarbeiten auf die Zerstörung Russlands, über die Ausdehnung der NATO, über das Hereinziehen aller Länder in die NATO, was damals auch noch übrigens
sogar schriftlich bestätigt worden ist von Außenminister Baker an die damals noch an Gorbatschow, dass das nicht stattfindet. Also die Expansionsbewegung, das ist doch der springende Punkt. Die aggressive Expansionsbewegung hat nicht von Russland nach Westen stattgefunden. Ich kenne keine mexikanische Guerilla-Bewegung, die von den Russen irgendwie in Mexiko finanziert würde, um von Mexiko aus die Vereinigten Staaten in Texas anzugreifen. Also mir ist das nicht bekannt, dass es so etwas gäbe. Das gibt's ja auch nicht. Ja, so es ging genau in die andere Richtung. Also der Westen, die NATO und vor allem die Neocons, die haben jetzt die Frucht geerntet ihrer über 30-jährigen extrem aggressiven Politik gegen Russland. Und es gibt einen schönen Spruch von Friedrich dem Großen, der da einmal gesagt hat, begonnen hat den Krieg immer derjenige, der dem anderen keinen anderen Ausweg mehr gelassen hat, als zu den Waffen zu greifen. Und damit ist die Schuldfrage im Ukraine-Krieg, die ist geklärt. Die Russen waren es nicht. Ja, so sehe ich das, so sehe ich das auch. Vielleicht können Sie auch nochmal den Ablauf schildern in der Ukraine für vielleicht Leute, die das nicht genau, kann man ja nicht oft genug wiederholen. Man, natürlich viele wissen es wahrscheinlich schon, aber wie war denn das seit 2007? Wenn Sie also das nochmal zusammenfassen für die Zuschauer, die das vielleicht noch nicht wissen. Also die großen Medien tun ja alles dafür, dass die Leute denken, ja, die Russland hat jetzt einfach die Ukraine angegriffen, einfach aus Böswilligkeit, aus Lust daran, aus Nationalismus, um die Ukraine zu erobern, und das ist der Grund. Und Putin will einfach die Sowjetunion vergrößern, und das ist alles. Nein, Putin wollte Sicherheitsgarantien für sein Land. Ja, gehen wir vielleicht doch noch ein bisschen zurück. Es gab auch die Rede 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz von Putin. Der hat im Jahr 2007 alles das vorausgesagt, was jetzt passiert. Er hat gesagt, wenn ihr nicht aufhört, euch gegen uns auszudehnen, wenn ihr nicht aufhört, uns immer für alles zu beschuldigen, wenn ihr nicht aufhört, unsere berechtigten Interessen zu ignorieren, wird es irgendwann mal dahin kommen. Das hat Putin als wohlmeinende Warnung 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz den NATO-Ländern alles gesagt. Und ich bin im deutsch-russischen Geschäft persönlich tätig seit 1998. Ja, ich habe das alles erlebt. Ich habe erlebt, wie Putin in den ersten 10 Jahren seiner Amtszeit, also im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends, wie Putin immer wieder geworben hat für eine Einbindung nach Europa. Kann man übrigens auch bei der Krone Schmalz nachhören, die sagte das Gleiche, die ist auch schon so lange dabei wie ich. Ja, ich habe es ja erlebt. Ich war ja bei diesen, teilweise bei diesen großen Konferenzen dabei. Ja, er hat immer wieder geworben im ersten Jahrzehnt, ganz klar, eindeutig bis 2007 sogar, als Medvedev Präsident war, ging es sogar mal darum, ob Russland der NATO beitritt. Das war von russischer Seite sogar offen angedacht, um das Konfliktpotenzial wegzubringen. Natürlich wurde es von der NATO brüsk abgelehnt. Ja? Es gab keinerlei Bereitschaft des Westens, keine, auf diese ausgestreckte Hand Russlands über ein Jahrzehnt zuzugehen. Die Russen haben fast gebettelt darum, in Europa integriert zu werden. Ja, aber das ist bewusst alles abgeblockt worden, weil man die Russen dahin bringen wollte, wo sie jetzt sind, so an der Wand, dass sie sich nur noch mit Waffengewalt wehren können. Und jetzt ist es ein Jahr her, Ende des Jahres 2021, da hat es nochmal eine offizielle Schriftnote gegeben der russischen Regierung an die NATO: Gibt uns bitte Sicherheitsgarantien, dass ihr keine Raketen direkt in der Ukraine aufstellt gegen unser Land und dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Und die Antwort der NATO war welche? Keine. Man hätte es nicht nötig, mit den Russen darüber zu verhandeln. Und dann war mir seit Ende letzten Jahres klar, dass ein Krieg jetzt unvermeidlich ist, aber herbei provoziert ganz brutal vom Westen, nicht vom Osten. Jetzt fangen wir mit der Ukraine weiter. Ne? Das war ja Ihre Frage 2007. Ich war ja auch in dieser Zeit noch öfter in der Ukraine gewesen, geschäftlich. Ich habe mich damals getroffen mit einem Ukrainer, der hat mir brutal gesagt, die erste orangene Revolution. Den Janukowitsch hat man zweimal weggeputscht, ne, in der Ukraine. Nicht nur 2014 auf Maidan, sondern schon mal, glaube ich, 2007, 2008 war das. Bei der ersten orangen Revolution, wo man da... 2004, glaube ich. Aber, oder 2004, irgendwie, also vorher, ja. Wo man dann den Juschenko zum prowestlichen Präsidenten danach gemacht hat. Ich habe mich mit Leuten getroffen, die haben mir gesagt, hey, ich war dabei. Ich war in der ersten
ersten Reihe. Ich bin da mitmarschiert für gegen Janukowitsch, weil ich habe dafür $500 bekommen. Originalaussage eines Augenzeugen mir gegenüber. Ja, was haben die dann in der zweiten Reihe gekriegt? Ja, die haben dann noch 300 gekriegt und jeder, der dabei war, hat dann noch $100 gekriegt. Ja, mit solchen Methoden haben die Amerikaner damals schon die erste Orangenrevolution finanziert. Ja, das nennt man dann Bring von Demokratie und Menschenrechten. Ja, also schlimmer kann man es ja kaum noch treiben. Und wenn Sie dann auch weitergehen, die Minsker Vereinbarungen, das war ein ehrenwertes Ansinnen, habe ich bis vor 4 Wochen gedacht, der französischen und der deutschen Regierung, also damals noch von Sarkozy und von Merkel, dass man sagt, also die Russen, es sind ja Russen, die in der Ostukraine leben. Also ich finde es immer lustig, wenn es immer heißt, russisch sprechende Ukrainer, also die meisten Ukrainer sprechen Russisch. Ich kenne die Ukraine sehr gut, weil ich oft da war. Ja? Also das Zentrum und der Nordwesten, das sind Ukrainer, die sprechen Ukrainisch. Also Ukrainisch und Russisch ist so wie Holländisch und Deutsch. Also es ist eine eigene Sprache. Ja, und die haben auch ein eigenes Selbstverständnis. Die haben auch einen eigenen Nationalismus. Das sind die echten Ukrainer. Der ganze ostsüdliche Bereich, das sind Russen. Die waren historisch auch immer im Bereich des Russischen Reiches gewesen. Deswegen stimmt das, was Putin sagt. Wie überhaupt diese Russen über historische Zufälle in den Machtbereich des ukrainischen Staates gelangt sind, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Das stimmt ja auch. Wir haben ein ähnliches Problem wie mit den Sudetendeutschen hatten, ja. Man hat die Sudetendeutschen nach dem Ersten Weltkrieg 1919 gegen ihr Wollen in den tschechoslowakischen Staat hineingezwungen, wo sie von den Tschechoslowaken blutigst unterdrückt worden sind, wie man das auch mit den Volksdeutschen von 1919 bis 1939 in Polen gemacht hat. Ja, und so hat man es halt mit den Russen auch gemacht, im Osten und im Süden der Ukraine. Und wenn es ein Wollen gegeben hätte von Seiten des Westens, dass es nicht zum Krieg kommt, wäre es doch ganz einfach gewesen. Die Ukraine ist ein Vassallenstaat der Amerikaner, wie ganz Westeuropa, wie Deutschland auch. Die hätten nur anrufen können und sagen, hallo hier Washington, ja, hallo Obervassalle, wie hieß der nochmal, Poroschenko war damals Präsident. Wir wollen, dass es friedlich ist, gewährt den Russen, die in deinem Land leben, das sind immerhin 40%, gewähren das Recht auf die eigene Sprache als Amtssprache und hör auf, sie Ganz, über ganz die kurzer Einwand, Schulbücher. ganz kurzer Einwand für die Zuschauer, Ja? dass die Amerikaner hinter dem Putsch stecken 2014. Das ist belegt durch ein Telefonat mit Victoria Nuland. Also jetzt, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, es ist eine Verschwörungstheorie, dass die Amerikaner in der Ukraine geputscht haben. Es gibt ein Telefonat, das Fuck-the-EU-Telefonat, das wurde hier nur so dargestellt, dass die Fuck-the-EU gesagt hat, aber der Rest wurde in den großen Medien gar nicht dargestellt. Aber ein Gespräch, das hat stattgefunden, als der Janukowitsch noch Präsident war, und darin haben der Botschafter und diese stellvertretende Außenministerin haben die neue Regierung geplant in der Ukraine. Und das ist dann auch genauso, ist dann die Regierung auch gekommen. Und allein schon, dass Naja. man, wenn es nicht so gekommen wäre, allein schon, dass man eine Regierung plant, während eine andere Regierung im Amt ist, in einem fremden Land, ist ja jedenfalls für mich ist das ein eindeutiger Beweis. Und natürlich gibt es jetzt immer Leute, die sagen, es ist kein Beweis. Es ist ja kein Beweis, aber es gibt Indizien, vor Gericht gibt es auch Indizienprozesse und nicht, also das, was ein Beweis ist, ist dann eine gewisse Gewichtung, die jeder für sich selbst machen muss, sage ich mal. Aber aus meiner Sicht, dieses Telefonat ist ein klarer Beweis dafür, dass zumindest das Ansinnen der USA bestand, eine neue Regierung einzusetzen. Das ist nicht von Hand zu weisen. Entschuldigung für Ja. die Unterbrechung. Nein, es ist wichtig, ja. Er hat mir heute schon mal, oder war es beim letzten Mal, ich bin natürlich so in meinem Wissensstand drin, ich habe doch so viel gemacht seit Jahrzehnten, dass ich gewisse Dinge einfach sage, die für mich selbstverständlich sind. Aber jemand, der eben immer nur der Gehirnwäsche der westlichen Staats- oder der deutschen Staats- und Medien unterliegt, der denkt, was erzählt denn der Müller für einen Scheiß? Ne? Nein, das stimmt nicht. Es sind halt nur Fakten, die bekannt gemacht werden müssen. Auch da nochmal, lieber Johannes Hehlmann, danke für die Hinzufügung. Ja. Und wenn wir jetzt eben weitermachen, nach dem von den Amerikanern finanzierten und durchgeführten Putsch, wo man dann den Janukowitsch weggeputscht hat und man dann ja eine antirussische Regierung eingesetzt hat 2014, über den Poroschenko auch. Natürlich wurde der gewählt, aber man hat nur Leute zur Auswahl gestellt, die alle proamerikanisch waren, zumindest die Chancen hatten, ja, gewählt zu werden. Im Osten war es ja, glaube ich, auch so gewesen, dass da gab es ja dann Aufstände und die konnten dann gar nicht wählen. Das war ja auch noch. Ja. Jetzt sind wir beim nächsten. Jetzt, komm, jetzt ziehen wir doch mal das, so traurig das ist, muss es doch ins Lächerliche ziehen, wenn ich wieder auf ARD, ZDF und sonst wo höre, die bösen russischen Besatzer und die armen Ukrainer in Mariupol
in Cherson, in Donetsk und Lugansk. Donetsk, Lugansk, Mariupol, Cherson und auch Odessa. Das ist noch der fünfte große Bereich, der sich momentan noch im ukrainischen Machtbereich befindet. Die anderen vier sind im russischen Machtbereich. In diesen fünf großen Zentren hat die ukrainische Armee 2014 auf das Blutigste niedergeschlagen. Volksaufstände eben der Russen in der Ukraine dort. Ja? Das heißt, natürlich waren die Menschen dort heilfroh jetzt vor ein paar Monaten, als die Russen gekommen und sie wirklich befreit haben. Ja? Die wurden unterdrückt, man hat ihnen die Sprache verboten, gequält, gefoltert. Eben die Armee war auch dort, hat auf die Leute geschossen. Die ukrainische Armee hat dort auf die eigenen Staatsbürger geschossen, die aber ethnisch Russen sind. In diesem südöstlichen Bereich der Ukraine 2014. Deswegen musste man auch bei den Referenden, die jetzt abgehalten worden sind, ja, über den Beitritt Russlands, die mussten doch gar nichts fälschen. Die Russen, die dort sind, waren froh, dass die ukrainischen Besatzer endlich weg waren. Also muss einfach mal die Wahrheit so sagen, wie es ist, ja. Und aber jetzt nochmal den langen Bogen, den ich ja versucht zu spannen, zu Ende zu führen. Wenn es auch nur annähernd von westlicher Seite ein Ansinnen gegeben hätte, für Frieden in der Ukraine zu sorgen, dann hätte man diese nationalistische Unterdrückungspolitik gegen die Russen von der ukrainischen Regierung, hätte man einfach abgeschafft. Aber die ist ja verschärft worden. Die ist immer weiter verschärft worden. Die ist sogar so weit verschärft worden, dass dann in Donetsk und Lugansk, wo eben die härtesten waren, die gesagt haben, nö, wir lassen uns nicht unterdrücken, hat dann die ukrainische Armee 8 Jahre lang die eigenen Oblasten und die eigenen Staatsbürger bombardiert, mit zwischen 8.000 und 12.000 Toten. Da kam aber nichts bei uns in der Westpresse. Ja? Außer, dass man jetzt die Arina Lipp Alina verklagt Lipp. hat, ja, wegen angeblicher Kreml-Propaganda, also das heißt, dann soll es mich halt auch verknacken. Das ist übrigens keine Kreml-Propaganda, was ich hier sage. Das sind die absoluten Fakten. Ich finde es eher interessant, dass der Herr Putin zu den gleichen Ergebnissen kommt wie ich, nach eigenem Nachdenken. Glaube, die Alina Lipp, Tut mir leid. die wurde noch nicht, ist zum Glück nicht im Gefängnis, die ist in Russland, Naja. aber die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und hat ihr Vermögen, hat irgendwie ihr 1.000 Euro hat sie einfach, wurden einfach beschlagnahmt von ihrem Konto. Das war bei der Alina Lipp. Ja, nur vorstellen, welcher Rechtsstaat? Ist es schlimmer wie in der DDR? Das hat es nicht mal in der DDR gegeben, dass man die Leute ökonomisch so vernichtet. Ja? Also ich fand das auch wirklich so schlimm, dass die Medien so eiskalt das komplett ausgeschwiegen haben und uns hier das verkauft haben, dass der Poroschenko, dass das Demokratie ist und in Richtung Demokratie ist und das in die gute Richtung geht, dass uns das hier permanent verkauft wurde und alles unterschlagen wurde, was heißt nicht, natürlich an den Randseiten oder ganz selten konnte man es mal lesen, aber in der, die Hauptagenda, die Hauptschiene, die war immer, dass eigentlich der Poroschenko nett ist und der Putin böse ist und Also, wie schätzen der Sie denn, Poroschenko, ja, bitte. die Rolle von Angela Merkel ein in der Zeit? Jetzt sehe ich gerade, wir haben noch knapp 10 Minuten, ja. Also, das ist jetzt genau das. Die Russen haben geglaubt, dass die Minsker Vereinbarungen irgendwann umgesetzt werden sollten. Autonomie und auch sprachliche Rechte für die Russen in der Ostukraine. Und die Frau Merkel, aber man hat es nicht gemacht, man hat diese 8 Jahre nur verwendet, um von der NATO aus die Ukraine hochzurüsten für den vom Westen geplanten Krieg gegen Russland. Das hat die Frau Merkel zugegeben in einem Interview vor circa 4 Wochen. Und dann ist was Interessantes passiert. Das hat für extrem hohe Wellen in Russland geschlagen. Das heißt, Merkel hat zugegeben, die Minsker Vereinbarungen für die Bevölkerung in der russischen, also russischsprachigen Ostukraine, hat man nie vorgehabt, die umzusetzen. Man hat nur Zeit gewinnen wollen für den Krieg, den man für unaufschiebbar gehalten hat. So sinngemäß hat es die Merkel gesagt. Sie sagt es natürlich immer ein bisschen indirekt. Ich habe jetzt ihren Sinn klar nach außen getragen. Man muss sich mal vorstellen, wie man hier die Russen verarscht hat. Es gibt kein anderes Wort dafür. Ich in das Licht führen ist zu wenig. Es war beinharter Verarsche gewesen. Ja? Und deswegen, und das ist das Allergrößte oder das Schlimmste, was jetzt passieren konnte, der Krieg wird eines Tages vorbei sein, aber es kann von russischer Seite aus über Jahrzehnte hinweg kein Vertrauen mehr geben in die westliche Diplomatie, weil man die Russen so verarscht hat. Ja? Und deswegen ist nur noch lächerlich, wo dann der Herr Scholz gesagt hat, auch um die Zeit ungefähr vor 3, 4 Wochen, ja, der Krieg ist vorbei und irgendwann werden wir vielleicht auf russische Bitten eingehen, wieder Wirtschaftsbeziehungen aufzunehmen. Sag mal, auf welchem Planeten lebt der denn?
Ja, die Russen sind sowas von hinters Licht geführt worden durch Merkel, durch den Westen, durch dieses falsche Minsker Abkommen, wo man nur Zeit gewonnen hat, um die Ukraine hochzurüsten gegen Russland. Also wenn jemand um was zu betteln hat, dann ist es der Westen, und die Russen haben ja Europa gar nicht mehr nötig. Die sind jetzt dabei, ihre Lieferketten völlig neu nach Asien, nach Südamerika, nach Afrika neu auszurichten. Also wenn da jemand richtig gut im Endeffekt rauskommen wird, ist es Russland. Also die Europäer müssen betteln. Erstens mal, weil sie sich viel zu sehr abhängig gemacht haben von den Amerikanern und dadurch gar nicht die russischen Möglichkeiten haben jetzt. Und weil sie schlichtweg moralisch diskreditiert sind, sorry. Wer das nicht glaubt mit der Aufrüstung über die 8 Jahre, da gibt es ein interessantes Video, das habe ich bei mir auch veröffentlicht. Und zwar wurden schon relativ bald in Lugansk, als die Russen ein paar Stellungen erobert haben, da wurden riesige Waffenlager ausfindig gemacht mit Waffen in Milliardenwert. Also haben ja die Russen noch gar nicht viel in der Region erobert. Und es sind anscheinend, also auch da wurden auch Videos veröffentlicht von so Bunkeranlagen. Das sind anscheinend durch ein Netz verbundene Anlagen, also es gibt also eine Unmenge an Waffen. Wurde das auch, ist auch mit der Kamera, sind die durchgegangen, sieht man lauter westliche Waffen. Das sind also Riesenbunker mit allein schon diesem kleinen Gebiet. Also man kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was die an Waffen da stationiert haben und wahrscheinlich wie viele Waffen da jetzt auch schon zum Einsatz gekommen sind. Und es war ja auch ganz interessant, dass am Anfang haben ja die Medien gesagt, ja, Russland wird die Ukraine überrennen. Und das ist natürlich vollkommen klar, wenn man das sieht, diese Waffenlage, ist natürlich vollkommen klar, dass die Medien da vollkommen gelogen haben. Also, dass das, ja, von vorne bis hinten gelogen ist. Also auch wenn es jetzt wieder heißt, wann hat der Krieg begonnen, ja, also der Krieg beginnt nie, wenn der erste Schuss abgegeben wird. Der Krieg beginnt dann, wenn der andere die Rahmenbedingungen so geschaffen hat, dass der an der Wand steht, keinen anderen Ausweg mehr sieht. Aber auch selbst, wenn man jetzt sagt, wenn den ersten Schuss abgegeben hat, die ukrainische Armee war um den 20., um den 18., 19., 20. Februar diesen Jahres herum, war die ukrainische Armee in der Offensive gegen Donetsk und Lugansk und hat ein Vielfaches an Munition verschossen, um wieder die eigenen Staatsbürger hier umzubringen. Also das ist, wenn man es auch so sieht, haben die Russen darauf nur geantwortet eine Woche später. Also ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal ganz bewusst in die Feinheiten hinein. Und ich sage nochmal, das sind meine eigenen Beobachtungen. Wenn zufällig der Herr Putin und die Kreml-Medien auch zu den gleichen Ergebnissen kommen wie Sie und ich, Herr Hehlmann, ne, dann spricht das vielleicht für das logische Denkvermögen der russischen Journalisten. Wenn aber die westlichen Journalisten nicht dahin kommen, dann spricht es halt dafür, dass die vielleicht das Denken verlernt haben, weil sie nur noch Propaganda betreiben. Ja? Ich möchte die Lanze für die Ukrainer als Menschen brechen. Die Ukrainer als Volk können nichts dafür, dass sie von einer verbrecherischen Regierung im NATO-Auftrag als Kanonenfutter gegen Russland verheizt werden. Da kann kein einziger Ukrainer was dafür. Ich möchte dafür werben. Wir haben ja leider auch sehr viel Russophobie jetzt im Westen. Ja, bitte macht keinen Russen für die Handlungen seiner Regierung verantwortlich. Aber ich möchte dann auch, dass jetzt sage ich mal gerade, es sind ja immerhin 40% der Deutschen, gibt es auch Umfragen, die das verstanden haben, was da wirklich abgeht, wer wirklich den Krieg begonnen hat und so. Ich möchte aber auch diese 40% der Deutschen, möchte ich an euch appellieren, bitte ersetzt jetzt nicht eine Russophobie durch eine Ukrainephobie. Auch der arme ukrainische Soldat, der jetzt verbluten muss an der Front gegen Russland, kann doch nichts dafür, dass er von einer verbrecherischen Regierung in diesen Krieg geschickt wurde gegen Russland.